Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanz TV natürlich mal wieder. Und ich begrüße dich damit herzlich zum letzten Video im Jahr 2017 hier auf diesem Kanal. Und es geht um die Abschlussbewertungen für die Herbstsaison eben in der Saison 17-18 bei unserem SK Sturm Graz. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach gleich direkt an mit den Torhütern. Und da gibt es natürlich einen Namen, an dem man hier nicht vorbeikommt in dieser Kategorie. Das ist natürlich Jörg Siebenhandel, die unumstrittene Nummer 1 aktuell im Kasten unserer Schwarz-Weißen von den Würzburger Kickers vor der Saison im Sommer verpflichtet. Und da muss man sagen, das hat sich mehr als bezahlt gemacht, dieser Einkauf Siebenhandel. Ein wirklich herausragend, kann man da fast schon sagen, herausragender Rückhalt einfach für unsere Blackies. Eine sehr, sehr starke Herbstsaison gespielt. Auch natürlich nicht komplett fehlerlos gewesen, aber in Summe einfach überwiegt wirklich mit Abstand die positive Leistung hier vom Schlussmann unserer Schwarz-Weißen. Siebenhandel sowohl mit gehaltenem Elfmeter, mit recht souveräner Spieleröffnung, wie ich finde, auch im Dribbling das ein oder andere Mal erfolgreich gewesen, auch wenn, wie gesagt, nicht alles gelingt, ist Siebenhandel trotzdem mit seinen Glanzparaden ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt für unser SK Sturm. Und Siebenhandel bekommt dafür für meine Begriffe natürlich von mir ganz klar eine 1 mit Sternchen an der Stelle. Die weiteren Keeper, Grazai, Schützenhauer und Ehmann, kann ich nicht wirklich bewerten. Grazai nur einen Saisoneinsatz im Cup gegen Hart, wo er souverän war, aber auch nicht wirklich was zu tun hatte. Und ansonsten Schützenhauer, Ehmann ohne Pflichtspieleinsatz. Deswegen alle drei für mich ohne Bewertung und eben Siebenhandel mit einer ganz klaren 1. Als nächstes bei den Innenverteidigern kommen wir zu Christian Schulz. Christian Schulz ist ja eigentlich immer noch der Mannschaftskapitän bei unseren Blackies. Allerdings, naja, war es nicht ganz so seine Herbstsaison. Ich muss sagen, ich war jetzt mit ihm nicht restlos zufrieden in der letzten Spielzeit und heuer eigentlich ein bisschen weniger, wenn ich ehrlich bin. Ich finde ihn sehr sympathisch, das mal vorweg, das ist wirklich nichts Persönliches, aber von Christian Schulz erwarte ich mir einfach deutlich mehr. Von einem so erfahrenen Mann, der auch wirklich im Gehaltsschema sicher nicht gerade am Hungertuch nagt, erwarte ich einfach eine etwas stärkere Leistung. Also für mich der negative Höhepunkt vielleicht das 0:5 in Salzburg, wo er dann auch mit einer roten Karte vom Platz geflogen ist. Er hat nicht umsonst eben seinen Stammplatz gegen Ende der Hinrunde verloren. Und ja, wenn das so weitergeht, dann muss man sagen, wird man Schulz wahrscheinlich nicht mehr oft auf dem grünen Rasen treffen. Sein Vertrag läuft ja ohnehin auch noch aus, also da stehen die Zeiten sowieso auf Abschied. Als Backup ist er durchaus okay, aber in der Startelf hat er zumindest in seiner aktuellen Form nicht wirklich etwas verloren, meiner Ansicht nach. Und deswegen Schulz bei mir leider nur mit einer 4 in der Bewertung. Als nächstes kommen wir zu Dario Marisic. Marisic, ja, das Gegenstück zu Schulz, also wirklich der Shootingstar, vielleicht sogar überhaupt in der österreichischen Liga in diesem Herbst. Der 17-Jährige hat sich ja ganz, ganz schnell in die Startelf und auch in die Herzen der Sturmfans gespielt. Natürlich auch mit bisschen Glück, muss man zugeben, eben, dass seine Konkurrenz auch verletzt war unter anderem, und Marisic hat eben seine Chance genutzt und ist jetzt eigentlich aus der Startelf bei unserem Blackies gar nicht mehr wegzudenken. Für sein sehr, sehr junges Alter macht er das wirklich schon sehr cool und abgeklärt. Nicht umsonst ist auch sein Marktwert deutlich angestiegen, und ja, nicht auch aufgrund seiner starken Leistungen sind eben schon einige durchaus auch Top-Clubs aus dem europäischen, ja, Ligen hinter ihm jetzt auch her. Also bei Marisic wird es ganz interessant, wie es da im Transferfenster jetzt im Jänner aussieht, ob man ihn halten können wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich inständig. Er wäre sehr, sehr wichtig für eben den Rest der Saison, weil er wirklich sehr starke Leistungen bringt und natürlich das Eigengewächs. Man hat ja mit Romano Schmidt schon ein Eigengewächs in dieser Saison recht früh verloren, und ich hoffe eben, dass Marisic zumindest einmal bis zum Saisonende den schwarz-weißen Dress weiterhin tragen wird und uns noch viel Freude machen wird. Marisic bei mir deswegen auch klar eine 1, ohne Wenn und Aber. Der nächste wäre Christian Scheusengeier. Scheusengeier für mich, naja, so ein bisschen Wackelkandidat, muss ich sagen. Zum einen durchaus Potenzial, auch noch verhältnismäßig jung, aber dann hat er wieder relativ dicke Böcke zwischendurch drin. Verschuldet auch den ein oder anderen sehr unnötigen Elfmeter in dieser Saison, eben, ob es das Handspiel in der Südstadt gegen die Admira war oder eben zu Hause gegen, ja, ich glaube auch gegen die Admira sogar, beim 6:1 hat er, glaube ich, auch den Elfer verschuldet. Aber
jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, aber eben, Scheusengeier, ja, schwer zu beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Für mich insgesamt trotzdem nur eine 3, da bin ich vielleicht ein bisschen zu streng, 3 bis 2 minus vielleicht, aber Scheusengeier hat auf jeden Fall noch viel Potenzial. Auf jeden Fall ist er für mich im Vergleich zu Schulz der bessere Verteidiger einfach, aber ja, vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen mehr Spielzeit. Scheusengeier hat auf jeden Fall seine Chance, er ist konkurrenzfähig, das ist mal wichtig. Also es ist schon ein relativ dichtes Gestrüpp, was eben die Leistungen betrifft, gerade in der Innenverteidigung. Und bei Scheusengeier bin ich sehr gespannt, eben wie viel Spielzeit er auch unter dem neuen Coach Heiko Vogel im Frühjahr bekommen wird. Scheusengeier bekommt deswegen nur von mir eine 3. Und ich bin gespannt, was er uns da im Frühjahr so zeigen wird, von den Leistungen her. Der nächste, Lukas Spendlhofer, der Unglücksvogel der Hinrunde, viele Verletzungen, kaum Spielpraxis. Da muss man auch ehrlich sagen, bei Spendlhofer, ich kann ihn objektiv auch nicht bewerten, deswegen gibt es da keine Note von mir. Also ich kann da weder sagen, dass er jetzt gut oder schlecht war, einfach weil er wirklich so selten aufgelaufen ist. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob er überhaupt einen Einsatz bekommen hat in der Meisterschaft. Könnt ihr mir gerne da auf die Sprünge natürlich helfen, in den richtig Kommentaren. Also Spendlhofer deswegen ohne Bewertung von mir. Und noch ein Mann, den ich nicht wirklich bewerten kann, wäre Luan. Auch der kam ja von der Saison neu, von Liefering, hat auch bis jetzt noch keinen Pflichtspieleinsatz absolviert. Und ja, deswegen auch Luan kann man objektiv nicht wirklich bewerten und deswegen fällt er auch hier aus der Bewertung raus. So viel eben zu den Innenverteidigern und eben zu den Keepern. Als nächstes kommen wir zu den Außenverteidigern. Und da fangen wir auf der rechten Seite an, und zwar mit Marvin Potzmann. Marvin Potzmann, auch eine der Entdeckungen der Saison. Ich glaube, das Wort werde ich heute sehr, sehr oft gebrauchen, einfach weil es so oft zutrifft auf einige Spieler. Marvin Potzmann, wirklich ein Leistungssprung, das ist ein Wahnsinn. Hat schon in der letzten Saison durchaus positiv aufblitzen lassen, aber heuer ist einfach bärenstark. Er ist universell einsetzbar. Du kannst den ins Mittelfeld ziehen, auf den Flügel. Der kann im Grunde auch ziemlich alles spielen. Also Potzmann zieht eben immer wieder auch gut in die Mitte, hat gefährliche Schüsse, traut sich eben auch mal drauf zu hauen und er gefällt mir richtig, richtig gut. Also bei Potzmann gibt es auch wirklich kaum was zu kritisieren. Der bekommt von mir auch eine glatte 1. Der hat auch maßgeblichen Anteil dran, dass unsere Blackies da stehen, wo sie aktuell stehen, und zwar auf Platz 1 für alle, die es vergessen haben, in der österreichischen Bundesliga. Also Potzmann auf jeden Fall auch eine der Entdeckungen der Saison bei unseren Blackies, der vielleicht ein bisschen unter den Rost so durchgefallen ist vor lauter Hysterie um Marisic und Co., aber Potzmann ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft aktuell bei unserem SK Sturm Graz. Der nächste wäre Fabian Koch. Auch Koch natürlich spielt immer seinen souveränen Stiefel runter, offensiv vielleicht nicht immer so ganz präsent, defensiv, ja, recht souverän, wie ich finde. Also Koch, da gibt es nicht viel zu meckern. Ich würde einfach sagen, ein souveräner Zweier. Er ist jetzt nicht so überragend, dass man ihn nicht ersetzen könnte, wenn er mal nicht spielen würde. Aber im Endeffekt Koch auch wichtig für die Mannschaft. Wenn er spielt, bringt er Leistung. Das ist die Hauptsache. Deswegen Koch mit bisschen Luft noch nach oben, aber er macht das sehr souverän und deswegen bekommt er von mir eine 2 an dieser Stelle. Dann kommen wir auf die linke Abwehrseite. Da kommen wir mit auf unseren Griechen natürlich zu sprechen, Karalampos Likogianis, der ja auch souverän gespielt hat. Allerdings finde ich ganz ehrlich, dass er ein bisschen nachgelassen hat, gerade als es so ein bisschen dieses als es diese Abwanderungsgerüchte schon gab. Auch bei Lyko läuft ja der Vertrag aus, also wenn man noch Geld mit ihm verdienen möchte, müsste man ihm eigentlich außer er würde seinen Vertrag natürlich verlängern, dann müsste man ihn eben im Winter abgeben. Ich muss ehrlich sagen, obwohl ich Lyko sehr, sehr sympathisch finde, dass es vielleicht noch der verschmerzbarste Abgang wäre bei der Stammelf jetzt so wirklich. Einfach aus dem Grund, er stagniert für meine Begriffe so ein bisschen in der Leistung. Also ich denke, dass Likogianis oder Likogianis, wie man ihn ja eigentlich ausspricht, wie ich so gehört habe, ja, durchaus noch ein bisschen mehr Potenzial hat. Also er hat auf jeden Fall stark begonnen, hat dann ein bisschen nachgelassen, deswegen bekommt Lyko von mir, ja, aus Sympathiegründen vielleicht bin ich da ein bisschen zu unobjektiv, nur eine 2-. Also ich würde da ehrlich sagen, Lyko, er kann mehr, er hat mehr Potenzial nach oben. Wenn er uns verlassen würde, wäre das aber eben aufgrund seiner Leistungen noch am ersten für mich persönlich der verschmerzbarste Abgang. Ihr könnt mir natürlich da gern widersprechen, schreibt es einfach in die Kommentare rein.
Der nächste wäre Patrick Puchegger. Puchegger auch neu in der Saison, vor der Saison gekommen, eben von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Puchegger nicht viele Einsätze bekommen. Wenn er gespielt hat, fand ich es eigentlich ganz okay. Also ich glaube, so 2, 3 Partien hat er so absolviert, so in der Richtung. Trotzdem für mich noch ein bisschen schwer zu bewerten. Also ich würde mal sagen, alibimäßig einfach mal eine 3. Ganz objektiv kann man es noch immer nicht sagen. Er hatte durchaus gute Momente, aber auch ein paar Schwachstellen. Aber natürlich ist das vielleicht noch so ein bisschen die Eingewöhnungszeit. Er ist natürlich jetzt trotzdem schon ein halbes Jahr in Graz, ist schon klar. Aber hat natürlich auch sehr starke Konkurrenz gerade. Unter Franco Foda war das System ja nicht immer wirklich mit richtigen Linksverteidigern behaftet, sondern halt dann doch eher teilweise mit Fünferkette bzw. mit Dreierkette und eben Fünfer Mittelfeld, wo man ja dann eher auf die flexibleren Lykogianis oder eben auch Potzmann zurückgegriffen hat. Also da ist es auch ein bisschen schwer noch zu sagen. Puchegger deswegen einfach mal alibimäßig an der Stelle von mir eine 3. Als nächstes kommen wir zu den Mittelfeldspielern und da fangen wir einfach in der Defensive an, also im defensiven Mittelfeld bei James Jago. Jago, ja, auch so ein Mann mit Licht und Schatten. Also ich muss ehrlich sagen, Jago, seit dem Abgang von Uros Matic ist er nie wirklich mehr zu dieser Glanzform aufgestiegen, die er schon damals gehabt hat. Jago ist für mich einfach ein souveräner Sechser. Er ist ein Abräumer, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Also das heißt einfach, defensiv erledigt er seine Aufgaben ordentlich. Offensiv sieht man ihn sehr, sehr selten. Natürlich ist das nicht seine primäre Aufgabe oder eben sein primäres Einsatzgebiet, aber trotzdem würde ich mir bei Jago durchaus wünschen, dass vielleicht hier und da offensiv er sich ein bisschen mehr zutraut. Ansonsten Jago, okay, würde ich mal sagen. Er wechselt sich ja auch in dieser Saison mit Sandy Loric ziemlich ab, also matcht sich da schon um den Stammplatz auch als zweiter Sechser, wenn man so will, oder als eben einziger richtiger Sechser im Mittelfeld. Und ja, deswegen würde ich sagen, Jago trotzdem für mich nur eine 3. Der hat auch noch Potenzial nach oben, aber Jago ist für mich eben souverän. Nicht mehr und nicht weniger an der Stelle. Als nächstes eben gleich Sandy Lovric, der ist ja bereits erwähnt worden an der Stelle jetzt. Ja, Lovric hat jetzt anscheinend endlich mal seinen Durchbruch geschafft. Er matcht sich, wie schon angesprochen, mit Jago um den Stammplatz. Also die beiden wechseln sich da immer wieder ab, da Schuljahr ziemlich gesetzt ist. Und ja, bei Lovric würde ich aber auch ehrlich gesagt nur eine 3 dabei vergeben. Einfach aus dem Grund, er hat schon auch seine guten Tage, aber er macht auch immer noch relativ viele Fehler. Er ist natürlich ein junger Spieler und auch eben ein Eigengewächs. Da hat man ja schnell mal ein bisschen, ich sag mal, beide Augen mal zu, wenn es mal nicht so läuft. Aber Lovric muss auf jeden Fall ein bisschen mehr liefern noch. Also für meine Begriffe, gute Ansätze, gute Partien, aber da geht noch viel mehr. Deswegen als Ansporn an der Stelle von meiner Seite nur eine 3 für Sandy Lovric, für unser Eigengewächs. Der nächste wäre Martin Ovenstad. Ovenstad, ja, dem gibt's auch noch. Der spielt allerdings nicht wirklich eine Rolle aktuell. Auch wieder, klar, Verletzungspech und so weiter. Bei Ovenstad, glaube ich, hilft nichts, außer ihn irgendwie auszuleihen im Winter. Also der wird nicht mehr so schnell glücklich in Graz. Natürlich kann es gut sein, dass vielleicht Heiko Vogel andere Pläne mit ihm hat. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde jetzt weder, dass Jago oder Lovric unersetzbar sind. Aber bei Ovenstad, da muss einfach jetzt irgendwann mal Klick machen. Der muss jetzt langsam in Graz ankommen. Denn ja, man hat auch ein bisschen Ablöse für ihn bezahlt. Und ja, da will man natürlich auch irgendwo was sehen. Also vielleicht würde ihm eine Leihe zum WRC beispielsweise nicht ganz so schlecht tun oder ihm ganz gut tun, besser gesagt. Und ja, ich bin gespannt, was mit Martin Ovenstad passiert. Ich kann ihn eigentlich auch nicht bewerten an der Stelle. Wenn, hätte er auf jeden Fall eine negative Note. Er hat, wie gesagt, in dieser Saison keine Rolle gespielt. Deswegen ohne Bewertung an der Stelle Martin Ovenstad. Der nächste wäre Peter Schul. Peter Schul auch Top-Verpflichtung. Mit einem Punkt dahinter kann man im Grunde sagen, Schul neu gekommen vom Absteiger aus Ried und bei Sturm spielt er wirklich mal eine konstante Herbstsaison bislang. Also da gab es wirklich wenig Aussetzer, natürlich Partien, wo du ihn nicht so oft gesehen hast, aber im Grunde, wenn er einen guten Tag hat, dann kann er auch den Unterschied ausmachen, sowohl was Assists angeht oder eben auch entscheidende Tore, wie am ersten Spieltag zum Beispiel gegen den SKN St. Pölten, wo er die Verantwortung genommen hat und in der letzten Minute den Elfer dann auch noch reingeschossen hat zum Siegtreffer.
gegen die Niederösterreicher. Und da muss ich sagen, Schul gefällt mir richtig gut. Ab und zu hat er was von Arnautovic, muss ich ehrlich sagen. Ein begnadeter Techniker, vielleicht kommt da ab und zu auch der, ja, wie soll ich sagen, so bisschen das Ghetto so ein bisschen durch, ohne dass es böse gemeint ist an der Stelle. Aber ja, Schul auf jeden Fall, sehr, sehr guter Kicker. Für die 1 reicht es nicht ganz. Ich würde einfach sagen, trotzdem eine 2, aber mit viel Potenzial nach oben. Eine 2 plus geben wir ihm da einfach mal. Aber Schul auf jeden Fall, ja, könnte einer der Knackpunkte in positiver Hinsicht in dieser Saison für unseren SK Sturm sein. Und wer weiß, wo uns ja unser neuer Spielmacher, kann man glaube ich durchaus sagen, da noch hinführt in Zukunft. Als nächstes sind wir eben bei den Flügel-Mittelfeldspielern. Da fangen wir an mit Stefan Hierländer. Hierländer ja sowieso der ja, Universalkicker schlechthin in unserer Mannschaft. Du kannst den überall hinstellen, außer ins Tor. Also auch das macht ihn eben so wahnsinnig wichtig für eben auch das Grundkonzept Sturm Graz, sage ich mal. Also ich finde, Hierländer macht, wenn er aufgestellt wird, einen sehr, sehr guten Job. Vielleicht, wenn er ab und zu auf der Außenbahn aufläuft, also eher so in der im Defensivbereich, gefällt ihm mir ein bisschen weniger oder man sieht ihn eben einfach ein bisschen weniger. Hat ja auch defensiv schon aushelfen müssen im Laufe der Saison. Ich persönlich finde, dass er einfach seine Stärken mehr in der Offensive hat. Ob man ihn jetzt mal auf die 10 stellt oder eben auf den Flügel, ist dann eigentlich nicht so wichtig. Hierländer könnte zum Beispiel auch durchaus, glaube ich, das Zeug haben als Stürmer-Backup. Vielleicht ein bisschen gewagte These, aber wieso nicht? Auf jeden Fall für mich auch Hierländer sehr, sehr wichtig. Er ist jetzt nicht der ganz perfekte Kicker, also nicht fehlerlos, aber ich finde Hierländer einfach souverän und er bekommt von mir deswegen auch einen Zweier einfach an dieser Stelle. Ja, für mich Stefan Hierländer aus der Mannschaft kaum wegzudenken, wenn ich ehrlich bin. Der nächste wäre dann Thorsten Röcher. Ja, Thorsten Röcher vor der Saison neu gekommen aus Mattersburg und der hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also ich habe mir schon gedacht, okay, das könnte eine Verstärkung sein, aber dass er wirklich so gut ist, war nicht zu erwarten. Salzburg soll ja auch an ihm dran gewesen sein und wenn man eben seine Auftritte so im schwarz-weißen Dress gesehen hat, dann weiß man auch warum. Zwischendurch ein bisschen Verletzungspech gehabt, muss auch um seinen Stammplatz durchaus kämpfen, aber Röcher, der bringt einfach wahnsinnig viel Qualität mit. Und gerade eben für die Offensive, eben vor allem durch Vorlagen, brandgefährlich, hat auch das Auge dafür den Mitspieler und eben auch das Näschen, wenn es um die eigene Torgefahr dann auch geht und um den eigenen Torabschluss. Also ich finde Röcher einfach richtig, richtig gut. Da bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Es sind alles sehr knappe Bewertungen, natürlich alles meine subjektive Meinung. Aber Röcher würde ich trotzdem sagen, kriegt einen Einser. Doch, Röcher kriegt eine 1-, er schwankt für mich zwischen 1 und 2, aber es gibt nicht wirklich viel zu kritisieren bei ihm, wenn ich wirklich so drüber nachdenke. Deswegen, Röcher bekommt eine 1, dafür, dass er eben relativ kurze Eingewöhnungszeit trotzdem hatte, eben hat er wohl eher eingeschlagen und deswegen auch Röcher für mich. Top-Verpflichtung, also Lob an Günter Kreisel auch an der Stelle und Röcher mit der 1. So, als nächstes hätten wir da Marc-André Schmerböck, das ich jetzt noch rausbringe. Also Marc-André Schmerböck, lange ausgefallen aufgrund einer Verletzung, gegen Ende der Herbstsaison dann doch seine ersten Einsatzzeiten bekommen und wahnsinnig viel Schwung reingebracht. Also allein schon das Alltagsspiel, wo man auswärts 2-1 gewonnen hat, wo Röcher maßgeblich am Sieg dann auch beteiligt war, ja, richtig Hammer. Also da sieht man, was für eine Qualität die Mannschaft hat. Es ist wirklich kein Spieler im Grunde, den man nicht 1:1 ersetzen könnte, fast am Feld. Also und das ist natürlich wirklich grenzgenial, denn das gab es in Graz seit einer sehr, sehr langen Zeit nicht mehr. Ja, und bei Schmerböck hat eben wenige Einsätze bekommen, da wirklich sehr gut aufbrilliert. Ich würde einfach mal sagen, eine 2. Also das war einfach gut. Noch nicht herausragend, aber schon sehr, sehr gut. Und wenn man wirklich das bedenkt, wie lange der ausgefallen ist, der hat sich super zurückgekämpft. Ich gönne es ihm auf jeden Fall von Herzen. Und ja, bei Marc-André Schmerböck freue ich mich einfach auf noch viel mehr. Der nächste wäre Oliver Philipp, der mir da jetzt noch einfällt für den Flügel. Oliver Philipp, ja, auch neu gekommen vor der Saison eben, auch aus Liefering. Da bedienen wir uns jetzt auch ganz gern, obwohl Oliver Philipp ja ein Eigengewächs von Sturm ist eigentlich. Den hat man also zurückgeholt. Ja, bei Philipp,
hat auch lange auf seine Einsatzzeit warten müssen, auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen gehabt, hat dann aber eben auch so gegen Ende des Herbstes wirklich zur Form gefunden, dann vermehrt Einsatzzeit bekommen, dann auch endlich sein erstes Tor gemacht für Sturm und ja, auch er gefällt mir, er ist ein souveräner Backup. Ich würde auch sagen, bei Philipp, ja, es schwankt so zwischen 2 und 3. Ich gebe ihm da allerdings trotzdem eher einen Zweier eben. Man muss es ja im Verhältnis auch sehen. Junger Spieler, der sich an die Bundesliga trotzdem noch gewöhnt. Also deswegen finde ich, macht Philipp seine Sache ordentlich. Ich gebe ihm einfach mal eine 2-. Da ist natürlich noch Luft nach oben. Also er ist sicher noch lang nicht fehlerlos. Aber das erwartet sich auch keiner in diesem kurzen Zeitraum. Ich freue mich da einfach genauso bei Philipp auf noch mehr. Und ich hoffe auch, dass er unseren Blackies noch lange halten bleibt und einfach weiter Gas gibt. Und ja, dann wird das sicher noch sehr, sehr cool werden im Laufe der Saison mit Oliver Philipp. Der nächste wäre Philipp Husbeck. Ja, auch Husbeck, ein Senkrechtstarter in dieser Saison bislang, also gerade zu Beginn der Herbstsaison, richtig, richtig starke Leistungen. Hat sich vor allem auch sehr gut präsentiert in der Offensive. Husbeck hat ja durchaus eine neue Rolle bekommen als zweiter Stürmer neben Danny Allard, muss man ehrlich sagen. Also in diesem 3-5-2-System oder in diesem 5-3-2-System. Da ist Husbeck oft eben als zweiter Stürmer aufgelaufen oder eben als Rechtsaußen. Und da ist ja Husbeck für mich wirklich, wirklich stark. Er ist natürlich ein schneller Wusler. Es ergänzt sich mit Danny Allard natürlich toll, weil Allard wirklich so der Stürmertyp ist, der die Räume eben dann einfach nur findet und eben dann richtig steht. Und ja, Husbeck, der dann herumwuselt. Und ja, es hat eben was von dieser von diesem Duo Allard und Edombonji. Und Husbeck nimmt das eigentlich ziemlich gut an. Nur dass Husbeck für mich um einen Tick torgefährlicher sogar ist und das als eigentlich gelernter Mittelfeldspieler. Also ich bin da wirklich gespannt, was Husbeck da noch weiterhin bringt. Und von mir bekommt er trotzdem eine 1. Husbeck wirklich hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also für mich eigentlich wirklich einer, der so eher zwischen durchschnittlichen Leistungen und dann richtig starken Leistungen immer wieder variiert. Wenn er das Ganze kompensieren kann bis ins Frühjahr, ja dann sind wir top aufgestellt. Und Husbeck deswegen hat er sich verdient, finde ich an der Stelle, meine Meinung, eine 1. So, das war es jetzt mit den Mittelfeldspielern. Als nächstes kommen wir eben dann zu den Stürmern. Vielleicht, genau, komme ich noch ganz kurz zu, ja, Romano Schmidt. Der hat unsere Blackies ja bereits verlassen, hat sich eben dem Dosenimperium angeschlossen, ja, hat ein paar wenige Einsätze absolviert, wo er wirklich starke Leistungen geliefert hat, auch ein Tor gemacht und einen Assist unter anderem. Natürlich weint das schwarz-weiße Auge immer noch, wenn man dieses, ja, diesen Spieler thematisiert. Aber ist halt so, trotzdem finde ich, Philipp hat gute Leistungen gebracht, bekommt deswegen auch noch hier in die Bewertung eine 2 an der Stelle. Tja, und ich wünsche ihm auf jeden Fall noch viel Spaß in Liefering. Gut, jetzt aber wirklich zu den Stürmern. Und ja, da fangen wir einfach an mit unserem Starstürmer schlechthin, mit Danny Allard. Der hat wieder seine Torriecher gefunden, hatte ihn ja in der Vorsaison im Frühjahr ein bisschen verloren. Jetzt diesen Herbst startet er wieder komplett durch, ist eben auch in der Schützenliste wieder ganz vorn mit dabei. Ja, bei Danny Allard, da gibt es im Grunde auch nicht viel zu sagen. Er spielt seinen Spielstil souverän. Er hat den Riecher, wenn er gebraucht wird. Ich finde ihn ein bisschen präsenter im Spiel selber. Also für mich läuferisch durchaus eine Steigerung. Also auch das neue System tut Allard durchaus gut. Er hat wirklich wieder so seinen zweiten Kollegen vorne, der für ihn herumwuselt. Und Allard, der dann die Räume findet, hat auch das ein oder andere Mal die Mannschaft als Kapitän schon aufs Feld geführt. Also hat sich auch dementsprechend in der Mannschaftshierarchie nach oben gearbeitet. Und ja, Danny Allard für mich ein Einser, was soll man sagen? Er ist jetzt sicher nicht der nächste, was weiß ich, Marco van Basten, aber ein richtig guter Kicker für die österreichische Liga. Deswegen Danny Allard, Einser, ganz klar. So, der nächste, Philipp Zulechner. An dem scheiden sich die Geister, ich weiß, ich weiß. Also, Zulechner, er hat schon seine Momente, wo er dann einfach wichtige Tore macht, wo er einfach wichtige, gerade im Spiel, dann mit dabei ist. Aber es fehlt mir halt bei ihm einfach das gewisse Etwas. Er hat jetzt wirklich mehr als genug Einsatzzeit gehabt, das muss man sagen. Also Zulechner gehört durchaus zumindest zum erweiterten Stammkader unserer Blackies. Und es ist mir trotzdem ein bisschen zu wenig. Zulechner
ohne böse sein zu wollen, das ist für mich nur eine 3. Ist für mich Durchschnitt. Er hat gute Momente, er macht aber auch wirklich viele Fehler, die einfach vermeidbar sind. Technisch fehlt es einfach so an allen Ecken und Enden so ein bisschen. Da gibt es Verbesserungspotenzial. Ich bezweifle allerdings ehrlich, ob er ja dem auch noch gerecht werden kann, diesen Erwartungen. Als Backup ist er durchaus okay, aber Zulechner ist einfach ja, für den SK Sturm ein Tick zu schwach, finde ich leider ehrlich. Wie gesagt, es ist nicht böse gemeint, aber ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich noch viel Luft nach oben gibt. Also außer, dass er eben ab und zu den richtigen Riecher dann doch hat und ja, eben das ein oder andere entscheidende Tor dann macht, gibt es von Zulechner nicht wirklich so wahnsinnig viel übertrieben Positives zu berichten. Und deswegen nur ein Dreier. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich bin gespannt aufs Frühjahr, was Zulechner da aufs Parkett zaubern wird. Apropos zaubern, da kommen wir natürlich zu ja, Emenike Friday SC, der Neuzugang aus Finnland. Ja, der Nigerianer wurde ja auch knapp vor Ende eigentlich des Transferfensters verpflichtet, quasi als Ersatz zu Romano Schmidt, kann man sagen, auch wenn er eine andere Position spielt und eben ein richtiger Stürmer ist. Und Esse, ich finde ihn einfach geil. Ich finde ihn einfach richtig, richtig geil. Der arbeitet wie ein Viech. Also der rennt, der kämpft. Wirklich, wenn man seine Körpersprache ansieht, der schaut aus, als ob er seinen Gegenspieler fressen will. Und genau dieses Feuer, das ist der Eye of the Tiger. Ihr versteht, was ich meine. Das ist richtig Hammer. Also Esse, gibt's nichts zu meckern. Für die kurze Eingewöhnungszeit hat nicht die volle Vorbereitung mit der Mannschaft mitgemacht. Kommt meistens nur über Kurzeinsätze. Also ganz objektiv, wenn Esse wirklich bei 100% im Frühjahr ist, dann gibt's an ihm kein Vorbeikommen. Esse für mich könnte der neue Shootingstar bei unseren Blackies auch sein. Ist ja auch noch relativ jung. Also ich glaube einfach, der Afrikaner kann uns da wahnsinnig viel Freude machen und er bekommt von mir eine 1. Vielleicht bisschen zu früh, vielleicht bisschen zu viel Sympathie. Kackt der Hund drauf, Esse ist einfach cool, cooler Kicker und ich erwarte mir von ihm natürlich noch viel mehr, wenn er weiterhin so diesen Biss zeigt, den ich bis jetzt gesehen habe, sowohl technisch als auch eben beim ein oder anderen Offensivfeuerwerk, was er durchaus abgefeuert hat. Er hat noch nicht jetzt die Liga zerbombt, aber wenn das so weitergeht, dann kommt das noch, ganz sicher. Also Esse, für mich der Stürmer der Zukunft bei unseren Blackies und deswegen bekommt er bei mir auch eine ganz klare 1. So, und der letzte Spieler, den ich jetzt noch bewerte, ist noch Fabian Schubert. Schubert hat die ein oder andere Einsatzminute durchaus auch bekommen, gerade zu Beginn der Herbstsaison. Unter anderem in Istanbul gegen Fenerbahce in der Europa League, in der Qualifikation. Ich finde Schubert dafür, dass seine Rolle klar definiert ist, er ist im Grunde ja wirklich nur der Notnagel, wenn vorne gar nichts mehr geht, beziehungsweise wenn alle Stürmer ausfallen, dann ist Schubert wirklich ein ernstes Thema. Oder wenn man eben so einen großen Brecher für vorne noch braucht, dann kann man Schubert bringen. Er gehört ja eigentlich eher zum Kader der Sturmamateure, ist jetzt auch nicht mehr so jung, dass man von einem Talent noch reden kann. Ich würde einfach sagen, es ist gut, dass man ihn hat. Ich finde auch die Verpflichtung aus Ried war ganz in Ordnung, den Amateur hilft er sicher und ja, bei uns, wenn wirklich Not am Mann ist, dann hat man eben einen Großen, der durchaus auch weiß, wo das Tor steht, denke ich. Also Schubert bekommt von mir deswegen auch bekommt eine 2. Es ist jetzt nicht der große Weltkicker, aber Schubert macht das ganz okay. Er ist ja, wie gesagt, nicht wirklich ein Thema für die erste Elf, aber ja, gut, dass man ihn hat, würde ich mal sagen. Ja, und von dem her war es das jetzt dann auch. Das Video ist natürlich ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, ihr versteht das. Man muss ja ein bisschen ausführlicher da auch drauf eingehen. Und wie gesagt, ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare da reinschreiben, was ihr zu den Bewertungen sagt. Seid ihr da anderer Meinung? Stimmt ihr mit zu? Ich möchte gerne eure Meinung auch wissen. Also schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. Es wird sicher das ein oder andere Video noch in der Winterpause geben. Vielleicht nicht mit ganz so regelmäßigen Abständen, aber lasst euch einfach überraschen. Also abonnieren lohnt sich. Vielleicht sollte ich an der Stelle ein bisschen Werbung mal wieder machen. Abonniert den Kanal, gebt ein Like und den ganzen anderen. Ihr wisst schon, bla bla bla, wie das die ganzen YouTuber da so machen. Ja, ich freue mich einfach über jeden, der weiterhin, die Videos anguckt und eben verfolgt und ja,
Ein ganz, ganz großes Danke natürlich auch nochmal von mir an alle, die mich da so tatkräftig unterstützt haben in dieser Herbstsaison. Ich bin schon sehr, sehr gespannt aufs Frühjahr, was Heiko Vogel da alles umkrempeln wird und ob unsere Blackies eben diesen Erfolgslauf weiterführen können. Ja, wir werden es alle mitbekommen und in diesem Sinne wünsche ich euch dann noch ja, einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Lasst es krachen, aber schießt nicht zu viel. Und in diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.